Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Commander Keen. Also, machen wir auch mit der nächsten kleinen Stage weiter. So, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kann man das hier genau umgehen. Indem man einfach hier den Pokus nutzt und hier lang geht. eine Nachricht. Schallt halt in unserem Kopf. Der Teleporter im Eis wird uns auf die dunkle Seite des Mars senden oder schicken. Na, dann werden wir doch mal im Eis nachgucken. Ich bin vorher am Ausgang vorbeigelaufen. So, aber da müssen wir vorher hier noch lang. Genau, ich konnte mich erinnern, dass da unten meine Falle war. Eine Soda-Dose. Boah! Mann! Ich hab schon... Ist für mich ein bisschen schwierig, dadurch, dass das... Also das Spiel kann man sowohl auf dem Joystick spielen, insofern man einen hat, und halt auf der PC-Tastatur. Also es ist ein Spiel für den PC. Ich spiele es auf der Tastatur. Und deswegen hatte ich ja vorneweg, hatte ich ja schon gesagt, dass ich ein bisschen reingespielt habe, einfach um mich ein bisschen so dran zu gewöhnen und einzufinden, wie halt denn so die Tastatur funktioniert und so weiter, aber es ist echt, wow, schwierig. Ich weiß nicht, was hat ihr denn jetzt mal gespielt? Verdammt! Mann! Den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Dann habt ihr denn jetzt mal ein Spiel gespielt, nur über die Tastatur, ja. Ist halt immer dran denken. Aber dafür, ja, bis auf eben dieser kleine Fehler. Mit Absturz. Denke ich, schlage ganz gut hier. Ja, es gibt noch mehrere Teile. Also von drei Episoden haben wir ja gerade schon gelesen. Nee, doch, es ist gerade. Wie gesagt, von drei Episoden haben wir bereits gelesen. Das Schöne ist, wenn man stirbt, runterfällt, sind auch jedes Mal alles wieder neu da. Also auch diese Dosen, diese Pistolen. Und man bekommt halt jedes Mal neue Schuss wieder. So. Oh, Glück hier. Diesen Bären haben. Okay, so geht's nicht. Wow, wow, wow. Ist auch gleich eine Stelle, die ist total gemein. Wenn man es nicht weiß. Aber ich hatte es noch in Erinnerung. Ne? Müssen wir warten, bis er genau ganz drüben ist. Dann schnell hier reinspringen. Oh, ich war zu nah dran. Okay, wir lassen den Bären einfach sein. Teddybären so gerne hätte. Ein Versuch machen wir noch. Wir haben ja genug Leben. Schuss bekommen wir ja auch gerade immer wieder neuen. Nein! Da oben an die grünen Tentakeln, oder wie möchte man das Tentakeln bezeichnen? Und die da unten, die okay. Nee, also da die
dem Bären versuche ich auf jeden Fall nicht. Nein! Platz, kann mich schön hier auf die Kante stellen. Zack. Ach, wenn ich wüsste, wie es hier unten weitergeht. Nach unten gucken oder irgendwas. Okay, dann gucken wir hier drüben lang. Ja. Ups. Okay, oh, das ist gemein hier. Nein, die Bloody Pupsi, die lassen mir ganz einfach Ruhe, die interessieren uns nicht. Mann! Ignorieren wir auch ganz einfach. Ja, die kleinen Soldaten, möchte ich sie mal nennen. Und das braucht man nicht ignorieren. Das kümmert uns hier so lang ganz einfach. Ja, die kleinen Soldaten, die hier rumlaufen. Die schubsen einen auch einfach nur, also so wie diese einäugigen Grüne. So, was gibt's hier Schönes? Okay, nur eine Cola-Dose, das heißt, den können wir auch einfach noch ignorieren. Hier kann ich mich erinnern, der Schieß, genau. Okay, auch nichts weiter. Genau, und hier kommt wieder dieser Zweieugige raus. Hallo? Da ist er. Dass wir da auch mal stehen. Nein, nein, nein. Das wird nicht.
Nein, nein, guck mal! Für Dosen vergessen. Eine Dose da oben. So. Genau, da drüben war nichts weiter, glaube ich. Na gut. Ach nee, hier drüben war ich ja überall, ne? Schubsen Sie mich erstmal wieder voll rum hier. So, dann geht's weiter nach oben. Was gibt's hier oben Schönes? War das hier, wo wir lang gelaufen sind und lang gehüpft? Und hier dann, ja, hier nach unten, ne? Okay. Hier oben drauf kann man lang laufen, aber wenn man die Tentakel, wie sie mal bezeichnen, wenn man die von unten aneckt, dann war es das auch, dann ist man, ja, ich möchte mal sagen, dann ist man vielleicht vergiftet oder so. Und, wow, zwei! Und, ja, das überlebt der Kleine, bin ich nicht. Okay. Ja, wie gesagt, hier oben gäbe es, muss man ganz vorsichtig machen, ganz vorsichtig springen so. Aber das ist mir zu risky. Darauf, nee, das mag ich jetzt gerade nicht. Ja, wir haben ja auch genug verloren. Ja, und hier oben befinden wir uns halt im Eis, was wir gelesen haben, welches uns auf die dunkle Seite des Mars bringt. Es war ein bisschen ein längerer Part. Ich werde ihn jetzt beenden, aber ja, wir haben trotzdem nur ein Level geschafft. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.